Montag, 20.08.2018, Start der neuen Woche unserer Daily Alkanalyse. Heute mit Cardano und nicht mit VET, also VeChain Tor. Ihr habt zwar für VeChain gestimmt, aber ich habe mir den Chart dann nochmal angesehen, genauer, und ich habe wirklich nicht bedacht, dass der VET-Chart natürlich noch ziemlich unbrauchbar zu analysieren ist. Einfach aus dem Grund, weil wir noch so gut keine Daten vorhanden haben, die wir zum Analysieren nehmen können. Dementsprechend kann ich euch beim VeChain-Chart nicht viel sagen und deswegen habe ich den zweitplatzierten ausgewählt, das war Cardano, und ich würde sagen, wir starten direkt los mit der Analyse. Und Cardano ist auch einer dieser Kapitulationscoins, der seit dem All-Time High knapp 83% eingebüßt hat von seinem Wert und dementsprechend auch langsam in die Kapitulationsphase geht. Ich sage bewusst langsam, warum, schauen wir uns gleich an. Wir haben jetzt hier konkret Support gefunden in diesem Bereich. Wenn wir uns das hier ein wenig nach unten ziehen, können uns auch hier noch ein FIP-Level anziehen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir hier auch auf einem FIP-Level liegen, aber ich werbe Cardano auch noch vorsichtig mit Position aufbauen. Ihr seht hier, wir haben ja auch schon die relevanten Zonen eigentlich gebrochen, wenn wir unser FIP von ganz unten ziehen. Wir haben jetzt hier noch Support bei diesem Block, das seht ihr hier in diesem Bereich, und wir haben diesen starken Support hier gebrochen, der hier gebildet wurde. Das hier war starker Support, also das hier wurde alles gebrochen, ohne mit der Wimper zu zucken, und dementsprechend, wenn ich langfristige Positionen aufbauen würde in Cardano, würde ich auf einen Trendwechsel warten. Das heißt, ich würde mindestens gern sehen, also kurzfristig bezogen, jetzt auf 2, 3 Wochen, 4 Wochen, dass erstens mal dieses Low bricht, dass dieses Low da bestätigt wird, die wir gestern bei IOTA auch gesehen haben, also sprich wieder sowas, und dass wir dann eben ab hier Positionen aufbauen können. Was mich bei Cardano jetzt noch stört, ist, dass wir einfach hier unten noch extrem starken Support haben, und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass der Coin oder halt in dem Fall ADA in diesem Bereich gedrückt werden wird. Das wäre der letzte Halt, und das wären halt, wenn ihr jetzt eure Positionen aufbaut, dann seht das natürlich von Weitem aus, okay, der ist 83% gedroppt, da kann jetzt nicht mehr viel passieren. Wenn ihr hier kauft und der droppt jetzt den Support, seid ihr nochmal 60% down von eurer Einlage, und das wäre schon verheerend. Das heißt, wir haben zwar jetzt hier sehr stabilen Support, aber ich werbe bei Cardano für langfristige Positionen noch vorsichtig, bevor wir in diesen Trend brechen. Ich spreche von diesen Lows und dann auch als Target diese Lows und diese Highs. Also dieses High wäre wirklich ultimativ wichtig, also diese zwei Double Tops für dann eine längerfristige Trendumkehr. Das wären von hier jetzt 58% auf knapp 2400 Satoshi. Jetzt gehen wir auf den 4-Stunden-Chart Intraday. Cardano, ähnlich wie andere Altcoins, hier starke Resistance gefunden. Bei diesem Sell-Off sehen wir wieder hier. Hier kommt der direkt hoch. Das ist immer so ein klassisches Pattern, wo auch extrem viele Short-Sellen warten auf den Retest dieses Lows. Dieses Low wird hier gebrochen. Ich mache gerade noch den Pfeil hin, damit es eben auch so verständlich ist wie möglich. Wir haben hier den Bruch der Marktstruktur. Das heißt, wir brechen hier dieses Low, was hier etabliert wurde. Wir formen ein Higher Low. Formen hier ein Higher High. Alles sieht nach Uptrend aus. Wir haben diese wichtige Konsolidierung gebrochen. Was passiert? Wir brechen das Low und formen einen Downtrend wieder, testen diesen Downtrend und brechen dann hier wieder nach unten. Ihr seht, wie trügerisch diese Altcoin-Bounces sein können, weil dieser Bounce hier bei ADA war auch konkret, ja, 14%. Das ist ungefähr so viel, wie wir jetzt haben. Jetzt haben wir ein bisschen mehr, 60%. Wir haben hier einen 14% Bounce gesehen, wir haben hier ein Higher Low, ein Higher High, das wäre bullish, die Struktur ist bullish. Wir haben einen Switch des Marktsentiments. Wir würden in dem Fall maximal erwarten, dass dieses Low getestet wird zu einem Re-Entry. Und wenn dieses Low bricht, können wir eigentlich schon von einem Spruch der kurzfristigen Marktstruktur sprechen. Sorry, und wenn dieses Low bricht, dann ist sowieso wieder alles verloren. Und das sehen wir dann hier. Wir rennen runter, wir rennen rauf und Retest, ja, Short Sell. Ist Cardano jetzt schon wieder doomed oder sind wir schon wieder auf dem Weg nach unten? So dramatisch sehe ich es noch nicht. Ich sehe momentan eher wieder eine Range, was sich hier bei Cardano formt. Sehen wir momentan bei vielen Altcoins, die eben ein wenig den Breakout geschafft haben. Man sieht es auch hier im 1-Stunden-Chart gut. Wir haben hier eigentlich eine Range und das war dann der Fakeout oder die Deviation von der Range. Und
Ich würde das hier irgendwie als Range sehen bei Cardano, wenn wir uns, könntest die Range auch so anziehen. Und dann hätten wir hier die Range, Fakeout, Retest, Fakeout und nach unten. Also das sehe ich momentan. Das heißt, es ist weder bearish noch extrem bullish. Das ist einfach eine Range. Und ihr wisst, Ranges sind langweilig und nicht wirklich so gut zu traden, wie man andere Setups traden könnte. Hier wieder das Equilibrium. Midrange dient hier als Support. Jetzt im Moment Stand 18:45 Uhr haben wir die Midrange auch gebrochen. Mal schauen, ob wir unten durchfallen. Nächster Support wäre dann bei 1460. Und natürlich, dann ist natürlich schon wieder gefährlich, weil wenn wir dieses Low brechen, passiert das gleiche wie hier. Okay. Als wir dieses Low gebrochen haben, haben wir diesen Sell-off erlebt. Sell-off war knapp 16% und das könnte konkret hier auch wieder passieren. Das heißt, hier wäre extrem wichtig, wenn wir uns auch den Daily Chart ansehen, weil wenn wir diese Range brechen, dann wäre der nächste Support hier, würde ich den hinlegen bei 12,34. Das wäre dann hier und das wäre dann nochmal ein. Ich schaue gerade, wie viel Prozent das wären zum nächsten Drop. Das wären dann knapp 20% zum nächsten Support-Target. Also sehr gefährlich. Die Range muss halten unbedingt. Zeigt euch die Range auf, damit ihr ungefähr wisst, wo ihr im Markt steht. Würde ich irgendwelche Setups bei Cardano momentan nehmen? Nein, ich würde aus eventuell Risikosetup die Range trainen. Das heißt, der Bereich hier wäre wahrscheinlich für Scalp-Trades ganz gut. Ihr müsst halt auch wissen, wie ihr die managt, weil hier wird wahrscheinlich ein Bounce folgen. Hier ein kurzer Bounce, aber es kann natürlich auch ein Bounce sein und Sell-off. Also ihr müsst wissen, wie ihr den Markt tradet in diesem Fall. Mehr kann ich auch gar nicht sagen zu Cardano im Moment. Wie gesagt, war nur ein kurzes Update. Zusammenfassend, wir formen eine Range. Wir haben starken Daily Support. Wir haben den nächsten Daily Support bei minus 20% von hier. Ich weiß jetzt nicht mehr genau die Zahl. Und wir haben im schlimmsten Fall bei Cardano noch 60% Downside. Das heißt, wenn ihr Positionen akkumulieren wollt, würde ich das splitten und natürlich immer irgendwie am besten vielleicht sogar vierteln und dann eben nach unten einkaufen, falls wir die Range brechen, falls es tiefer geht. Und das wäre jetzt mal so mein Ansatz für Cardano. Und ich hoffe, euch hat die Analyse gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Technocrypto.